Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder mit einem etwas kleineren Set. Das hat aber einen Grund und da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall haben wir heute die M38B0680B. Und zwar ist das ein Sluban Army Set aus der World War II-Reihe. Es hat 109 Teile, ist von 6 bis 12 geeignet und es ist so ein Set, wo man mehrere kleine Sets hat, die später zu einem großen verbaut werden können, wenn man alle hat. Und das sehen wir auf der Rückseite, das ist nämlich ein 4-in-1 Set und man kann diese Sets kombinieren zu diesem großen Set, Combine All. Finde ich eigentlich cool, ist die Lego-Idee, aber darum geht es heute gar nicht, weil wir bauen auf jeden Fall davon erstmal die einzelnen kleinen Sets auf. Und wie gesagt, das ist ein etwas anderes Video und das ist auch der Grund, warum wir mit einem kleinen Set anfangen. Das ist nämlich diesmal einfach ein Aufbauvideo, wo ich euch das in der Timelapse zeige, wie ich das aufbaue. Und ihr da einfach dabei sein könnt und euch selber ein Bild darüber bilden könnt, was es dort ist. Und im Moment, wenn es Probleme gibt oder irgendwas, was ich dazu sagen muss, stoppe ich und erzähle euch wie gewohnt, was ich da für ein Problem mit habe oder was ich positiv hervorheben muss. Ich mache jetzt auf jeden Fall diese Box auf, dann schauen wir uns mal an, was sich darin so verbirgt. Und ich denke, wir werden mal wieder sehr viel Spaß haben. Wie wir das ja von Sluban gewohnt sind, haben wir ja nochmal so einen Werbezettel. Den habe ich schon in diversen anderen Videos vollständig gezeigt. Jetzt nur mal eine kleine Übersicht darüber, dass ihr einfach mal schaut, wie der aussieht und vielleicht auch, was sich dort so ein bisschen drauf verbirgt. Richtig rum wäre vielleicht gar nicht verkehrt. So, wie gesagt, das war jetzt mal ganz, ganz kurz, weil ich bin da schon mal näher auf diesen Zettel eingegangen. Ich will mich nicht jedes Video wiederholen. Dann haben wir hier die Anleitung. Das ist eine Faltanleitung. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch noch zusammen an. Aber erstmal gehen wir auf die Tüten ein. Und zwar haben wir zwei Tüten. Das sind natürlich nicht viele Teile. Hier haben wir so Kettenteile und ein paar Laufräder. Und hier haben wir eben die Reifen und die restlichen Teile drauf. Wie gesagt, ist nicht die Riesenmenge. Hier haben wir die Anleitung und hier sehen wir nochmal das Bild, wie es zusammengebaut ist. Dann die Farben, also schwarz, grau und durchsichtig. Ist durchsichtig eine Farbe? Nee, auf keinen Fall. Transparent, okay? Es ist einfach transparent. So, schauen wir uns das hier an. Wir haben hier die Bauschritte. Das ist eine relativ große Auffaltanleitung. Es sieht alles sehr übersichtlich aus. Es ist groß gedruckt. Ich habe es ja bei Sluban auch schon öfters gehabt, dass man es dann nicht wirklich gesehen hat. Dann sieht sich hier verbessert. Insgesamt haben wir 15 Bauschritte, bis das gute Stück fertig ist. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu bauen. Wie gesagt, ihr könnt das alles jetzt erleben. Hier nicht in 4K. Weil ich nicht reich bin, aber trotzdem viel Spaß. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall, dicke Luft, keine Sicht. Und dass es nebelig ist, davon rede ich nicht. Ich hab dich schon seit Tagen nicht gesehen. Möchte gern mal fragen, wie's dir geht. Wir haben schon lang nichts mehr erlebt. Es gibt mit Sicherheit doch noch vieles zu erzählen. Doch du willst mich nicht sehen, du willst mich nicht treffen. Du willst, dass ich gar keine Gefühle verletze. Bisschen traurig, wie du von mir denkst, wenn man bedenkt, dass man sich schon so lange kennt. Tust ja so, als hätten wir uns nie gekannt. Wozu deine zweite? Jeder hatte seine Chance. Zeit war mal scheiße, Zeit war mal toll. Weiß aber auch nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Er so alleine ist wie einzelhaft. Ob's geklappt hätte, ist zweifelhaft. Wir wissen beide, ey, das hier ist kein Dreierpasch. Aber auch Gefühle, die verschwinden nicht in einer Nacht. Also spielen wir uns nichts vor. Gestern noch neben mir und heute bist du fort. Ich bleib für immer da, hast du mir damals in mein Ohr geflüstert. Heute penne ich auf der Couch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich bin wach schon seit Tagen, seit Nächten. Kann seit Wochen nicht schlafen, nix essen. Ich bin wach, um am Mikro zu flexen. Hunger und Schlafmangel einfach wegrappen.
Eine Stadt, die nicht schläft, bin ein Typ, der nicht schläft. Bin meist nachts unterwegs, kann nicht schlafen, ich bin wach. Schon tagelang hellwach, schleiche durch die Gasse in der Stadt, habe selbst keinen Plan, was ich mach. Handy auf lautlos, 30 SMS, 50 Anrufe, tausende WhatsApp-Voicemails verpasst. Sie haben keinen Plan, was ich mach. Tagsüber ackern und wach sein bei Nacht. Kenne jeden Winkel der Stadt, Beats auf den Ohr, denn ich rappe bei Nacht. Sie haben keinen Plan, was ich mach. Trinke Gin, rauche Hasch, hänge meist tagelang ab. Greife zu selten zu Stift und zu Blatt. Rappe zu selten, obwohl ich meine EP quasi schon lange fertig getextet hab. Häng ich tagelang ab, Vollzeit fickt einen schon hart. Deswegen wachsam bei Nacht, rappe jeden Part bis er passt. Bleibe wachsam bei Nacht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich noch wach. Und auch Sonntag find ich keinen Schlaf. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, kein Schlaf. Und auf Sonntag bin ich noch wach. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, noch wach. Und am Sonntag find ich keinen Schlaf. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, kein Schlaf. Und auf Sonntag bin ich noch wach. Und fertig ist das zweite Weltkriegsmotorrad mit Anhänger, und zwar die M38B0680B von Sluban. 109 Teile, wie gesagt, der Bau ging sehr schnell, ihr habt das ja auch gesehen, klar, ihr habt es in einem Zeitraffer, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie schnell ich es mache, also ungefähr 200%, vielleicht 250%, und da habt ihr gesehen, das hat nicht lange gedauert. Es sind eben nur 109 Teile, wir haben glaube ich alleine 30 oder 36 Kettenteile dabei für diesen Teil hier, aber über die Ketten reden wir dann separat noch. Es gab keine großen Probleme beim Bau. Das Einzige, was war, dass ein was mal nicht so ganz eindeutig in der Anleitung zu sehen war, und ich deshalb das erstmal falsch gebaut hatte. Das war jetzt kein großer Beinbruch, weil man konnte es sofort wieder korrigieren. Aber es war eben schon erstmal verwirrend. Und zwar sind hier diese Kettenführungen, finde ich, in der Anleitung nicht so schön abgetrennt von diesen. Und die sind aber halt in echt viel kleiner als diese. Und das sieht man auch in der Anleitung, wenn man das dann weiß. Aber erstmal wundert man sich, weil man schaut ja den ersten Schritt an. Und ich habe dann erstmal diese Kettenführungsräder hier auch mittig reingebaut. Und das hat dann halt nicht gepasst. Und es war alles irgendwie komisch. Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass es sich da eben um verschiedene Größen handelt. Wie gesagt, ist kein großer Beinbruch. Man hätte es auch sehen können. Aber man kann es einfach auch nochmal anders herausstellen. Zum Beispiel am Anfang von der Anleitung einfach mal beachten, dass da verschiedene Größen dabei sind. Dann passiert sowas nicht. Ist nicht so schlimm bei einem 109 Teile-Set, da kann man schnell wieder beheben. Bei einem großen Set kann man sich da ganz schnell mal die Finger verbrennen, und ich hoffe, dass das Luban auch so einen Hinweis hinmacht, wenn das Set vielleicht 1500 Teile oder mehr hat. Wir haben auch noch ein paar Ersatzteile, ein paar Hände für die Figur, dann hier nochmal, um das abzuschließen, diese Laufräder kann man noch draufstecken, da haben wir noch Ersatzteile, und dann eben hier nochmal so ein Haken und nochmal so ein Trans-Clear-Teil vorne für die Lampe. Ist jetzt nichts Großartiges, ist aber auch immer schön, wenn was dabei ist, weil es kann ja doch sein, es fehlt mal was, oder man, gerade das Trans-Clear-Teil, man lässt es aus Versehen mal fallen beim Bau, das findest du wahrscheinlich nie wieder. Wenn wir uns jetzt das Set an sich anschauen, sieht das eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen, für ein 109-Teile-Set, wo man natürlich auch noch die Ketten mitrechnen muss. Nativ hat es vielleicht ungefähr 60 Teile, und dafür sieht es vollkommen okay aus. Man kann sich das ins Regal stellen, es ist nicht hässlich oder so. Die Funktionen sind sehr eingeschränkt. Ist logisch, hier vorne, dass die Lenkung ist halt sehr einfach gebaut. Man kann zwar hier oben drehen, dann dreht sich es aber unten nicht mit. Und wenn man jetzt hier dreht, dreht sich es oben auch mit, aber hier oben reicht dann die Klemmkraft nicht, um das Rad dann wirklich mitzudrehen. Und ich meine, wenn es in der Luft schon nicht geht, geht es natürlich auch nicht, wenn es hier steht. Also man muss sich das Rad, bevor man es dann einstellt, so hinbiegen, wie man das möchte, und dann sieht es okay aus, und dann kann man auch den Lenker mit dazu einstellen. Sonst deko-technisch finde ich es völlig gelungen. Ich meine, so klein
und trotzdem relativ detailreich gemacht. Wir haben hinten nochmal eine Schaufel dran kleben und ich finde hier hinten den Hänger sehr schön gebaut. Dann haben wir nochmal so ein Formteil dabei. Das ist wie so eine Ansaugstütze bei einem alten Muscle Car gemacht und ich weiß nicht, ob es das auch mal als Funktion hatte und hier wurde es umfunktioniert. Auf jeden Fall ist es so ein kleiner Anhänger und das ist völlig okay. Wenn wir jetzt die Lenkung voll gerade einstellen, dann fährt es auch ziemlich gut. Also die Reifen drehen sich mit vom Anhänger, die Reifen vorn drehen sich mit, aber es wird wahrscheinlich nicht groß damit rumgefahren. Und auch die Ketten drehen sich zwar, wenn man sie in der Luft hier dreht, aber sonst haben die einfach gar keinen Bodenkontakt und drehen sich dementsprechend auch nicht mit. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, das ist nicht der Wahnsinn. Die sind ordentlich angebracht, aber das sind halt keine Kobi-Ketten. Wir kennen das von Sluban, wir kennen das von anderen Herstellern bei Kettengliedern, dass die meistens nicht so gut mitlaufen. Und wenn man dann relativ leichtgängige Reifen hat, dann dreht sich die Kette da leider nicht mit. Viel mehr lässt sich auch nicht dazu zu sagen. Die Teilequalität ist eigentlich völlig in Ordnung. Es fällt nicht sofort auseinander. Man kann damit spielen, man kann es sich ins Regal stellen. Man kann natürlich das dann auch wieder auseinandernehmen und zu dem großen Set bauen. Was wir natürlich auch noch machen werden im Laufe der Zeit. Und ich wäre auf jeden Fall damit zufrieden. Das Ding hat 4 Euro gekostet. Da erwartet man kein riesiges Set. Man hat ein bisschen Spaß gehabt. Das ist was für zwischendurch und das ist alles okay. Dann haben wir natürlich noch die Figur. Typisch Sluban, würde ich sagen. Sieht völlig okay aus. Hat einen Helm, ist voll ausgerüstet. Hat hier die Brust bedruckt. Rücken, Beine, alles andere nicht bedruckt. Ließ sich diesem auch besser zusammenbauen. Ich habe ja bei Sluban da manchmal Probleme, die Hände reinzukriegen. Das hat hier sehr gut funktioniert. Hat keine großartige Ausrüstung dabei. Also im Endeffekt kann man die eigentlich nur genauso draufstellen, wie sie ist. Und dann kann man die eben hier hinstellen. Und dann fährt er halt das Motorrad. Alle sind glücklich. Warum nicht? Wie gesagt, es ist ein kleines Set. Jetzt nichts riesig Spektakuläres. Es sind aber auch keine groben Fehler gemacht worden. Es ist wieder das, was ich sage. Sluban kann kleine Sets. Und da müssen sie sich drauf konzentrieren. Bei den großen Sets reicht es dann meistens nicht von der Qualität und Genauigkeit her. Für sowas reicht es auf jeden Fall. Und jeder, der sowas kauft, wird glücklich damit sein. Und dann ist auch, denke ich mal, Sluban glücklich. Wenn ihr dieses Set selber auch besitzt, könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Könnt natürlich auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Haut rein, euer Krieg der Steine.